Renzi. Yep. LOL. Oh Alter, wie hoch? Ja! Scheiße. Willst du mich eigentlich verarschen, Alter? Track Record. So, herzlich willkommen zurück zu den TNT Olympics und zwar zur alles entscheidenden Mega-Session. Ja. Zum Finale. Des Finales. Zum Finale des Finales. Zum finalen Finale sozusagen. Also zum wirklich das Finale des finalen Finales. Sozusagen ist es das Finale, abschließende Finale, ja. So ist es. Genau. Und zwar hat Arne offiziell verloren. Das war es auch schon. Nein. Natürlich nicht. Ich erkläre kurz die Regeln. Und zwar haben wir uns überlegt, wir machen fünf Disziplinen nochmal. Und zwar, ich sag mal kurz Disziplinen. Also wir machen sozusagen wie so ein Sudden Death, dass wir alle Disziplinen noch einmal in einer Folge machen. Also fünf meine ich jetzt. Und zwar der 400-Meter-Lauf, der Hochsprung, der Weitsprung, der Zielsprung und der Donnerbalken. Der Schwebebalken. Damit schließt sich natürlich aus, dass wir das Synchronschwimmen machen, das Reiten machen, die Hühnchen machen, das Bootfahren machen und Speerwurf, genau. Speerwurf, genau. Weil das die Disziplinen waren, die sich am längsten hingezogen haben. Und das Beste an dieser Folge ist, dass wir das alles am Stück machen werden. Und wenn es nicht über eine halbe Stunde geht, dann wird das auch alles hochgeladen. Wenn es über eine halbe Stunde sein sollte, werde ich das zwei Parts splitten, aber sonst bleibt das so. Toll, oder? Ja. Was ich noch anmerken muss, ist, dass wir schon zwei weitere Maps in diesem Stil haben, die genau mindestens genauso episch sind, ja. Also lohnt sich da auf jeden Fall dran zu bleiben. Die Serie bleibt auf jeden Fall erhalten. Das ist richtig. Genau. Ja. Dann fangen wir direkt an, oder? Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem 400 Meter Lauf. Würde ich nicht sagen, haben wir letztes Mal auch zum Anfang gemacht. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Zielsprung an. Zielsprung. Also was ich hier für den Mund habe, ist, dass wir den Schwebebalken zuletzt machen, weil ich den am coolsten finde. Also am lustigsten. Ach so. Naja, das dann ist nachgeladen. Ja. Tatsache. Achso, wir haben gesagt, dass wir dieses Mal, das letzte Mal haben wir gesagt, nur, dass wir hier an der Seite ablesen, ja. Und diesmal haben wir gesagt, dass wir das hier dazu addieren, dann die beiden summieren, also addieren, wie gesagt, und dann das, als wir die jeweilige Runde zählen lassen und wir spielen zwei Runden? Zwei oder drei? Drei. Drei Runden und sprich haben wir dann insgesamt sechs Sachen von jedem, die addiert werden. Genau, also das schreiben wir dann auf und der Endscore, der zählt dann im Endeffekt. Haben wir das letzte Mal gemacht? Ja, letztes Mal haben wir auch addiert, okay. Ja. Wer möchte denn beginnen? Achso, ich gebe mir dann schon mal ein Schild oder ich schreibe das dann wieder auf Schilder. Ja, ich würde mal oder sagen, soll ich in einem epischen Buch führen? Ja, das kann auch mal, aber Buch. Ich hole mal kurz Schere, Stein, Papier raus, damit wir rausfinden, wer gewinnt. Buch und Feder brauche ich dafür, ne? Ich glaube schon, ja. Okay, alles klar. Stein. Was war das denn? Achso, jetzt bringt das Ding wieder an. Schere, warte, ich muss mal kurz. Achso, gibst du dir gerade so viel, dass ich auch was habe? Ja. Okay. Of course. Alter, dein Kopf ploppt die ganze Zeit komisch rum. Also der Schatten bei deinem Kopf sieht voll behindert aus. So. Sieht aus wie so die Toilettenmännchen an den Türen, also die Toilettentürmännchen. So, Schere, Stein, Papier. Ist das geil? Dreh dich um. Okay. Schere, Stein, Papier. Beide Schere. Die Schere. Irgendwie finde ich das lustig, so Minecraft-Schere. Okay. Schere, Stein, Papier. Scheiße. Okay, nochmal. Schere, Stein, Papier. Scheiße. Okay, was natürlich jetzt, also jetzt weißt du natürlich nicht, was der Nachteil ist. Ich nicht, also ich darf jetzt aussuchen, wer anfängt. Ja. Achso. Du fängst an. Okay. Er macht sich bereit. Er dehnt ja nochmal da. Und da kommt er nicht rot für verschießen ab. Naja. Das war's. Schade. Okay. Let's do this. Ja. Sieht so kack aus wie das Trollfest da. Ja. LOL. Oh Alter, wie hoch? Ja! Scheiße. Willst du mich eigentlich verarschen, Alter? 10! Wie geil! Nein! Geil! Es hat jemand in die Kommentare geschrieben, es ist unmöglich, 10 Punkte zu kriegen. Jetzt wissen wir's. Und wer schafft es beim ersten Versuch? Oh. Scheiße, Alter. Ja, dann würde ich mal sagen, 20, ja. Mhm. Schreib's in ein verkacktes Büchlein rein. Scheiße, ja, es geht ja super los hier, Mann. 20?
Das hab ich auch, das hab ich auch. Warte, ich mach noch schnell wie Licht wieder mal. Alter. Alter, das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Hammer, geil. Ah. Alter, der macht ja mal eben eine 20, wie geil. Das hab ich nie geschafft bis jetzt. Naja, es zählen ja drei Versuche, ne? Du kannst doch vollkommen versagen. Wie du bist aufgeregt, der rumspringen. Voll geil. Ja, ich muss mich vorbereiten. Okay, bereit? Ich werde sowieso verkacken, weil ich nicht genau weiß, wann das Teil hochgeht. 2, 3, 4. Perfekt getimt eigentlich auf die Laut. Laut. Ja. Toll. Toll. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Die Motivation ist so geil. Ja. Toll. Motivation. Toll. Oh. Okay, 20 zu 0, würde ich mal sagen. Ach, toll, ich kann dieses Zielsprung einfach nicht und das Weitsprung kann ich genauso nicht. Naja, also der Zielsprung ist jetzt nicht so schwer, weil es eigentlich theoretisch perfekt abgetimt ist auf deinen Laufweg. Ja, das weiß ich ja nicht. Das ist aber so. Nein! 18, oder? Nee, Leute, 19. Das sind ja immer noch 10. Nein, es sind 19. Dann hat er das Schild falsch beschriftet. Nee, was? Nein. Es gibt zwei 10 hier. Aber hier ist, muss 10 plus 9 rechnen. Achso, also 19. Ja. Hammer geil. Ja, ich gebe sowieso auf. Es ist natürlich, eigentlich ist es natürlich jetzt Handicap, dass wir vier Disziplinen von denen haben, die du für das letzte Mal gewonnen hast. Ja, aber die anderen waren zu aufwendig und zu lang. Und das hast du ja sogar selbst du entschieden. Ja, stimmt natürlich schon, ja. Aber jetzt im Nachhinein, ne, fällt mir da auf. Und so weiter. So. Okay, dann gehen wir ab. Jetzt musst du dann natürlich eine 20 springen und noch eine 20 und noch eine Chance zahlen. Hey, echt? Ich muss jetzt bald mal eine 20 machen. Natürlich. Wow, ich komme mir übel gut an. Wow. Wow, es sind? 16. Top. Immerhin. Immerhin verliere ich nicht ohne Punkte. Ich hab jetzt verloren, ne? 16. Ich hab verloren. Ja, du hast verloren. Verloren. Aber ich möchte nochmal springen. Ja. Mehr? Fliegen? Wir sehen so gleich aus von unseren Skins her, dabei bin ich viel lieber als du. Mr. Trollman wird jetzt getrollt! Ja, fail. Scheiße. Oh, war ich dir voll nach hinten? Ja, genau, das war's bei mir auch. Und ich fang dich. Oh, scheiße. Willst du noch springen? Okay. 1-0 für dich. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt jetzt nach einem Timer den Dinger reinhaust. Ich schreib das auch in einen Buch. Ich meine, ob du nachher auch ein Video das einblendest, wie es gerade steht. Ja, das eher nicht, weil ich dazu faul für bin, aber ich mach mal hier das Buch signieren. Wie nennt das Zielsprung? Ja, das Buch Zielsprung. Zielsprung. Ja, endgültig signieren, so, da haben wir das Buch Zielsprung. Und jetzt haben wir hier das Buch. Ah ne, da muss ich jetzt noch drin schreiben. Der Gesamtbüchstand ist. Pro. Ich muss aber unterschreiben. Pro 1. Noob 0. Wow. Nobi. So. Bin ich jetzt nicht fair von dir. So, was wollten wir jetzt nächstes machen? 400 Meter? Oder was haben wir noch? Das was ist das denn hier? Wir können auch Weitsprung machen, also mir ist egal. Warte. Bist du abgeschimmelt? Wo bist du? Ich bin hier. Ich bin für Weitsprung. Weitsprung. Und dann Hochsprung und dann Rennen und dann Donnerbalken. Donnerbalken, das hört sich einfach so gut an, oder? Donnerbalken. Achso, wie das Schere-Stein-Papier anfängt? Ja. Okay. Ist dein Zeug noch zusammen, ja? Ja. Voll lustig, dass es Schere-Stein-Papier auch wirklich gibt, ne? Okay. Das sind jetzt. Wegdrehen und. Schere-Stein-Papier. Oh, fuck, hab ich nicht geworfen. Da gewinnt er! Ja, kannst du jetzt aussuchen. Ja, du darfst anfangen. Was mach ich denn? Ist das Teil hier auch direkt auf den Laufweg abgestimmt, ohne Rennen? Ich glaube schon. Ich meine, ohne Springen? Schon, ne? Ja, also theoretisch sollte es schon so sein. Weil sonst behindert wäre. Okay, dann nimmt er episch Anlauf. Oh, wie hier habe ich mich nochmal genannt? Taizuke oder so. Taizuke! 7 Meter, ah, nicht schlecht. Ah, ne, sind 7. Okay, sind 7. Soll ich das auch in einem Buch eintragen, oder? Wie viele Versuche machen wir da? 2 pro Person, würde ich sagen. Dann wird das natürlich gesigned, den Scheiß. Also 2 pro Person und dann zählt der Beste und nicht addiert, ne? Ist ja, der Beste. Sprung. Also wie viel hast du? 7. Ne, ich habe glaube ich einen, guck. Ist ganz hell. Noob hat 7. Ja. Meter. Ich fühle mich von dir angegriffen, ich möchte das nicht. Das hoffe ich aber auch. Hast du TNT nachgeladen?
Ja, guck, ich bin deine TNT-Bitch. Okay. Taizuke, Alter, was ist ein Scheißname? Taizuke. Taizuke. Okay, da läuft er, 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 da läuft er. Oh! Der war gut, der war gut. 10 Meter, Hammer, geil! Oh, ey, ich hab keinen Bock mehr. Gott, ey. Ich raste hier noch aus. Ah, ja. Ja, also es ist, wie gesagt, perfekt abgestimmt, also meiner Meinung nach. Der Laufweg, ja, ich muss mich wieder hinmachen. TTN. TTN. So. Ich fänd's besser, wenn's C4 wäre. Keine Ahnung. So. Okay. Das Problem ist, dass ich das letzte Mal überhaupt nicht verstanden hatte, wie es geht, ne? Ja, witzig, Alter, witzig. 2 Meter, aber. Du meinst, ich soll auch nochmal springen? Wieso denn? Weil ich Spaß dran habe. Ich möchte das nicht. Hast du nachgeladen? Ja. Okay, dann spring ich auch nochmal. Ja. Okay, jetzt mach ich das. Ja, 4 Meter. Super, du. Hey. Ja, geil. Nice. Geil. Ja, achso, dann muss ich ja mein Buch ändern. Dann würde ich jetzt für den Hürdenlauf machen, ehrlich gesagt. Dann steht nämlich jetzt 2-0. Das ist theoretisch für dich jetzt schon die finale Runde, Mann. Das ist doch nicht fair. Hürdenlauf? Auf die Stelle. Okay. Ich möchte das. Der epische Hürdenlauf. Das ist übrigens immer noch nicht die Deutschlandflagge, die da hängt, ja? Also. Ja, es ist gar keine Flagge, das ist ja voll. Richtig, es ist eine nicht vorhandene Flagge oder ist vielleicht von irgendeinem komischen Land, das wir nicht kennen. Irgendjemand hat mal behauptet, es ist die belgische, aber es ist nicht die belgische. Ja, ja, und was ist, wenn der Deutsche machen wollte und einfach die verkackt hat? Ich glaube nicht, dass der so dumm ist. Ja, ich glaube schon. Ja, ich meine, guck mal, die zwei daneben, die grüne, die gibt's doch auch nicht. Das könnte, ja, schon, aber mich wundert es, dass er alle Flaggen hier Europa und so weiter hat, aber Deutschland, ich hätte sogar Irland, ich bitte dich. Also mir kommt er hat wahrscheinlich absurd gefehlt, aber ist ja auch egal. Spanisch. Ist auch verstanden, ja. Ja, ja. Okay. Okay. Gleich den Timer starten hier. Warte, ich muss mich richtig hinsetzen. Ich hab nicht, dass ich hier gleich noch verliere. Renn doch, oh Mann. Schon gefailt. Bumpf, 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 bumpf. Okay, spring, 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 spring. Nein! Ja! Ach, ja! Halt dein Maul! Wie verkackt. Wie er verkackt hat. Jawoll! Alter, willst du mich verarschen, Mann? Nein! Boah! Alter! Nein! Was ist denn das hier? Scheiße, ins Menü gegangen! Oh Mann, ich hätte meine Forschung so ausbauen können und ich denke, ich auch noch jetzt in der Zeit, ich bin so dumm. Ja, und ich hab nochmal verkackt, willst du mich verarschen? Oh ja, das ist es. Und nochmal, oh. Okay, weißt du was? Ich muss dich jetzt leider verlassen, um meinen Kopf so dermaßen in der Kreissäge zu halten. Das nimmt kein Ende mehr, glaub mir. Oh, der war knapp. So dermaßen. Eine Kreissäge, wie soll der denn eine Kreissäge? Keine Ahnung, ich habe keinen Lebenssinn mehr. Ja, ich verstehe. Ich muss dem Ganzen ein Ende setzen. Ich buddel mich jetzt ein. Wo bist denn du? Ich hab verloren. Wo bist du? Na, was machst denn du? Du musst schon noch weiter rennen. Ja, aber ich hab verloren. Ich hätte jederzeit verkacken können. Ich hab verloren. Ich hab 3-mal oder so an dem gleichen Teil verkackt, Alter. Ja und? Ja, soll ich von da weiter rennen? Jetzt brauchst du auch nicht mehr rennen. Ich möchte hier eingehen. Ich habe verkackt. Guck, das ist jetzt natürlich jetzt kein sportlicher Geist von mir, aber... Yes! Ja. So lange, dann habe ich so kläglich verloren. So kläglich. Ich bin so traurig, ich möchte das ganze Stadion in die Luft jagen. Ja, aber sollen wir die anderen Disziplinen noch machen, damit ich noch einen Ehrenpunkt sammeln kann? Ja, klar, die machen wir schon noch. Ich möchte noch. Was haben wir denn noch? Achso, ja, dann machen wir noch. Und Donnerball. Die machen wir noch. Einen Ehrenpunkt kriege ich noch. Ich möchte, das wäre natürlich jetzt schon bitter, wenn ich jetzt zu 0 verlieren würde, ne? Schere, Stein, Papier? Ja. Schere. Okay. Komm, los. Schere, ja. Stein, Papier. Scheiße. Du fängst an. Okay. Also jetzt hat jeder mal 2 Versuche, ne? Wenn er die verkackt, dann hat er verkackt.
heute ist nicht mein Tag. Nachfüllen. Achso. Nachher verliere ich echt 0 hier, ich glaub's echt nicht. Das fände ich so neu. Was ist das denn? Was machst du? Ich hab das kaputt gemacht, Mann. Was machst denn du? Nein! Jetzt ist da das Redstone weg. Das gehört da gar nicht hin. Das ist kein Redstone. Ja, jetzt nicht mehr, weißt du? Nein! Oh Mann. Ja, du hast das aber falsch gemacht, weißt du? Nein, ich hatte das nicht falsch gemacht. Doch, weil das, die Dinger kommen nach außen, hast du in die Mitte gemacht. Und hier kommt noch eine Seerose hin. So warst du. So ist das richtig. Nein. Nee, die beiden sind außen. Da war keine Seerose mehr. Warte, nur eine Seerose, das war so. Ach so. Warte, ich mach kurz neu. Wir sehen uns gleich. Ja, toll. Na. Dann gehen wir mal hier ganz fit vom Server und unterhalten einfach so weiter. Ja. Was sagst du zum Wetter heute? Ja, es ist halt schon so dunkel, dass ich das leider nicht mehr analysieren kann. Ach so. Aber ja, es war heute aber noch ein ganz schöner Tag eigentlich. Im Oktober. Ja, man kommt da noch draußen. Wir haben ja schon Oktober, das ist schon irgendwie voll krass. Also das Jahr ging meiner Meinung nach extrem schnell. Ja, stimmt. Ich weiß, das Problem ist, ich weiß überhaupt nicht, was in diesem Jahr alles passiert ist, ehrlich gesagt. Irgendwie ist es voll an mir vorbeigezogen. So, naja, ich war halt mal ein bisschen in der Schule ab und zu. Und ja, ist ja recht. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber egal. Mein Leben besteht eigentlich nur noch aus Schule momentan. Hey, ist schlimm sowas. Ja, schon abartig. Also Schule, Fahrschule, boah, Alter. Der platzt der Fuß, ey. Aber richtig, ne? Und dann gibt's natürlich noch unser Entspannungs-Hobby-Let's Play, ne? Oh. Das ist schon was. Das ist immer was, wo ich mich drauf freue. Tja. Also, man kann halt immer in den dunklen Tagen, kann man sich sagen, Mensch, ich hab so einen tollen Kanal, der so super läuft. Und ja, das Geile ist halt, wir haben echt mittlerweile viele Leute hinter uns stehen. Das macht echt Spaß dann. Ja, das ist richtig. Also das ist, ihr seid einer der Gründe, warum mein Leben noch weitergeht. Ist das nicht? Okay, ihr seid wieder online? Ja. Okay, dann gehen wir einfach mal wieder ganz links dort. Achso. Oh. Achso, das war natürlich jetzt nicht so schlau. Aha! Creative! Boah, Alter. Okay. Ah, jetzt regnet's. Warte, ich mach das raus. Ja, ich hab's rausgenommen. Das wollte ich eingeben. Okay. Mach bitte wieder Day, komm. Fangen wir von vorne an oder deiner zählt jetzt noch, ne? Wie viel Chancen? 3-0 für mich, ne? Ja. Also, ich bin ja dafür, dass wir alles nochmal von vorne starten. Ja, halt weil Maul. Es gab ein Problem. So. Okay. Der fängt nochmal an, ich. Ja, du hast ja schon gewonnen. Ach so. Nein. Ach so, ja. Ich hab ja souverän geschafft. Ich geb jetzt Schnüre. Das versagt? Ja. Wie heißt denn das? Schnur? Nee. Es ist einfach nur ein... Faden. Achso, soll ich jetzt die Höhe erhöhen? Achso, du darfst es nochmal. Ich muss ja nochmal. Wie oft blinkt es? 3, 4, 5, fuck. Wenn du jetzt fällst, hast du... verloren. Ich sag dir eins, heute ist sowas von nicht mein Tag. Das glaubt man nicht. Ich frag schon mal 4-0 ein, okay. Tu es nicht. Schreib einfach, du hast gewonnen, das muss reichen. Damit kommen wir schon zur letzten Disziplin, den Donnerbalken. Donnerbalken, wahrscheinlich wissen die meisten nicht, was ein Donnerbalken ist. Ja, wahrscheinlich nicht. Wer früher oder jetzt noch auf Mittelalter steht, der weiß, was ein Donnerbalken ist. Heute ist ja ein tolles Spiel rausgekommen übrigens, also sieht zumindest sehr geil aus, muss man anspielen. Wie heißt das? War of the Roses? What do you mean? War of the Roses? War of the Roses, ja. Finde ich auch im Prinzip ganz geil, aber Ich hab's noch nicht gespielt. Also. Das Spiel ist ja von Paradox und Paradox hat ja das Spiel Mountain Blade gemacht. Als Mountain Blade 2 halt wurde auch angekündigt, also Mountain Blade 2 kommt auch, das fühlt sich auch richtig gut an. Ja, was aber das Problem ist, das Spiel war, also War of the Roses, ich dachte, das wäre so ähnlich wie Mountain Blade auch so richtig... Nein, das ist Multiplayer online. Ja, das ist hier nur Multiplayer, ne? Das fände ich irgendwie ein bisschen schwul, muss ich sagen. Finde ich eigentlich ganz cool. Naja, wer fängt denn an, ist ja dann egal. Ist so, das ist mir zu teuer. Für 30 Euro oder so. 30 Euro kostet das auch so. Das ist ja günstiger. Ja, nee, das ist halt echt recht teuer. Wer fängt denn an? Ich habe ja mal Stoppuhr schon rausgekramt. So. Ich hol sie gerade auch. Ach Gott, wo ist die denn? Schilder? Meine Stoppuhr in Form. Wir benutzen noch so Analog-Stoppuhren, ja, wo man so pro Sekunde einmal drücken muss. Genau. Damit der so ein Rädchen, so ein Zahnrad dreht. Okay, Stoppuhr ist am Start. Okay. Schere, Stein, Papier. Ich habe aber nichts mehr. Gibt dir irgendwas, was du sowieso nimmst?
Also nur eins oder so. Und dann Stein ist für Stein, den habe ich. Papier ist Faden, Buch und Schere ist Papier Faden. Papier ist Papier. Ja, ich habe keinen Bock, das jetzt rauszukramen. Ist direkt daneben. Ja, ist mir zu blöd jetzt. So. Ich habe nur einen Stein rausgeholt, weil ich nichts das andere schon im Inventar hatte. Achso. Hey, achso, wie solltest du also, das? Schere. Warte, ich habe das noch gar nicht. Ja, egal, guck okay. Das, genau deshalb. Schere, Stein, Papier. Oh, meins ist runtergefallen. Ja, ich habe auch Stein. Toll. Du hast auch Cobblestone. Der verliert gegen Stein. Ja. Der ist schon zu bröcklich, meinst du? Okay, Schere, Stein, Papier. Das ist Schere. Faden ist Schere. Ja, und was? Buch ist Papier. Da ist Papier. Okay. Kann ich dir vertrauen? Nein, meinetwegen. Du darfst aussuchen, wer fängt an? Okay. Dann tu das. Ich muss jetzt in die Luft fliegen und darauf abzielen. Oh Mist. So. Achso, übrigens, jemand hat erklärt in den Kommentaren, wie dieses Teil funktioniert, ne? Ja, mit Spawnern scheinbar. Spawnen, ich hab ja irgendwie unter dem Teil hier, ne? Also für den Spawner finde ich schon interessant. Ich guck mir das, also ich guck mir das nach der Aufnahme oder während der Aufnahme mal an, weil ich möchte es jetzt verstehen. So, also. Guck dir mal drunter dann. Bist du bereit? Yep. Wenn ich lande, geht's los, okay? Yep. Auf die Plätze. Daneben. Verloren, 0 Sekunden. Was machen wir? Addieren wir die Zeit, oder? Zwei Versuche jeder und wie machen wir das? Ja, wir addieren die Zeit. Addieren, okay. Oder machen wir einfach die beste? Ja, wir machen einfach so, also mein Timer ist wir so, wir machen einfach die längste. Also mein Timer ist so, dass ich ihn pausieren kann und dann weitermachen. Ja, kann ich das einfach weitermachen. Okay, dann machen wir das so. Kannst du das auch? Ja. Ja, dann machen wir es so. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ich lande, okay. Oh ja. Das spawnt ist, das läuft, das spawnt, aber hier jetzt, was ist das denn? Oh, das ist... Hast du wieder voll Glück hier mit? Guck dir das doch mal an, was ist das für ein Glück hier? Das ist immer voll behindert. Oh ja, ja. Und ich hab gleich wieder 500 auf einmal, ich sag's dir. Okay, ja, das ist souverän, was er da macht. Also das ist mega souverän. Damit wird er... Scheiße! 22,9. Damit wird er vielleicht das 15-0 erreichen können. Heute ist nicht mein Tag. Hätten wir morgen gemacht, hätte ich 15-0 gewonnen. Hätten wir morgen gemacht, aber... Ja. Das okay. War... Das war. Okay, ich bin bereit. Okay. Achso, auf die Plätze. Warte. Auf die Plätze, fertig, los. Jo. Oh fuck. Guck dir das doch mal an, Mann! Was soll denn das? Was soll denn das bitte? Du bist ja schon unten. Boah, ey, also langsam. Langsam glaube ich, die Map hat was. Hier? Krass. Mega. Mega krass. Ich gehe gleich sofort schlafen, ey. Ich bin fertig. Okay, bereit. Ich weine gleich, ich weine nicht in den Schlaf. Bist du bereit? Ja. Auf Spitze. Fertig. Los. Ja, und hier, ja, genau, was ist denn das bitte? Easy as Apple Pie hier. Das ist doch nicht wahr, oder? Guck dir das mal an. Was ist denn das? Ist ja mal voll behindert, ey. Aber du musst aber gleich lang durchhalten, nur. Nein! Ah, fuck. 43,9. Yes. Wie viel hab ich schon? 4 Sekunden? Ja. 5. Und du möchtest später auch Körper bei egal. So, auf die Plätze. Fertig. Los! Das ist auch so viel Lack. Ja, hoffen wir mal, dass es auch durchhält, ne? Oh nein, oh nein, oh nein. Ah! Lass mich in Ruhe! Fall runter! Nein! Ah, was ist das denn? Da kommt spawnt ja gar nichts gerade. Oh Gott, oh Gott. Ich drehe mich auf den Kummer. Okay. Oh nein! Fall runter! Oh. Jawoll! Das sind 27 Sekunden! Soll ich dir was sagen? Ich trage jetzt in dieses Buch ein unglaubliches 5-0 ein. Ey, sei einfach ruhig. Ich rede nie wieder mit dir.